Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Die heutige Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Frank, was weißt du aktuell zur Eintracht? Bisher ist das eine unglaublich enttäuschende Saison für diese Mannschaft. Sie sitzen fest am unteren Ende der Tabelle, sind meilenweit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Und man muss das Saisonziel korrigieren, nur noch irgendwie da unten rauskommen. Aigner. Meier. Jetzt zieht er ab. Und er trifft. Der Torwart hat überhaupt nicht gesehen, was da auf ihn zukam. Absolut sensationell, Manni. Aber der Pass war überragend. Sensationell. Ah, da entwickelt sich Mückling. Sofort abgezogen und... Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Herr Ober, zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Zambrano. Und schon wieder Eckball. Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Großartige Leistung vom Schlussmann hier. Zambrano, fantastischer Kopfball, aber blitzschnell zugegriffen vom Torwart. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Gut gemacht, den schauen wir uns gerne noch einmal an. Und die Ecke kommt überragend herein, da kann man sich als Abnehmer nur bedanken. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und Eckball gibt's. Achtung! Was für eine klasse Tat! Logisch, das muss Eckball geben. Lustenberger! Haltung. Ja, das gibt dann Eckball. Und jetzt verliert er den Ball. Geht er rein? Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Pekarik. Alagui. Bitte rein! Kommt zurück ins Feld! Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich ihr Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Sie sahen schon aus wie die sicheren Sieger. Und jetzt fällt der Ausgleich. Und es steht unentschieden. Und ich weiß nicht, ob hier einer gewinnt. Und wenn ja, wer? Schwegler. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Ja, da kommt was auf uns zu. Meier. Keine Frage, da muss er natürlich mehr draus machen, aber wir reden über Druck und der ist da. Rode. Schuss und das Spiel war eigentlich schon so gut wie vorbei und trotzdem machen sie jetzt noch das Tor.
Du bist so der wirkliche Experte, Frank, von uns beiden. War das die Entscheidung jetzt? Ja, und da, so ist das mit dem Expertentum. Ich kann es dir nicht sagen, in diesem irren Fußballspiel. Vielleicht war das Ding die Entscheidung, aber es ist immer noch spannend. Und das muss es jetzt noch sein. Das hier muss es sein. Das können sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen.